Sie hat Respekt vor dem Alter, vor Arbeitnehmerinnen, Künstlern und vor 83 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land. Sie will mehr Demokratie wagen und das Wahlalter auf 16 Jahre senken. Wenn es um gleiche Bezahlung geht, steht sie in der Ostkurve und auf der Seite von 41 Millionen Frauen. Sie ist beim Klima nicht neutral, sondern geht für Klimaschutz und gute Jobs auf die Straße und bald in den Bundestag. Alle reden von ihr, aber wir setzen auf sie. Unsere Zukunft ist die jüngste SPD aller Zeiten. Mit 109 Kandidatinnen und Kandidaten unter 40 Jahren und einem, der unser Land auf Kurs bringt. Aus Respekt für dich, mit Kompetenz für Deutschland. Respekt Zukunft.